Sehr geehrte Fahrgäste, herzlich willkommen im Zug nach Wiener Neustadt Hauptbahnhof. Nächster Halt, next stop. Wien Handelskei, S-Bahn U6. Wien Handelskei, S-Bahn U6. Ich finde dreckige, ein bisschen dreckige Erfurt besser als ganz, ganz weiß. Ja. Gestern konnte ich nicht gescheit gehen, weil dieses Leer ist jetzt nicht so schlecht. Ja. Und es tat so weh, heute geht es dann auch, aber es war nur ungewohnt. Jetzt bin ich schon. Ja, ganz neue Erfurt mit Schmerzen. Wirklich, aber jetzt geht es irgendwo. Nächster Halt, next stop. Wien Traisengasse.
Vorsicht beim Aus- und Einsteigen. Mainz begehrt. Aber ich muss. Geil. Ich hätte nie gedacht, dass meine. Ich hab's mir Mutter gesagt. Jemand fragt mich besser aus. Und sie so: Ja, ich würde dir mit Absatz. Ich würde dir die mit Absatz kaufen. Und dann habe ich ihr halt auch so lange gezeigt. Und jetzt nur Screenshot. Und sie sind so: Ja, das ist Gunstiller. Ich muss jetzt welche suchen, die echt dir das will. Aber nimmst du dieses Matte oder dieses Glanzding? Ja. Nach Matt. Na. Matt. Ich kann nicht mit meinem Schuh werden. Ich habe früher zu Hause. Ich hatte bei meiner Magia Matura und dieses Abiball. Und wir hatten quasi Abiball in der Volksschule. Ich hatte so einen. In der Mittelschule. Nein, im Kindergarten. Wie preisen ja, ich kann über den. Vorsicht beim Aus- und Einsteigen. Mind the gap. So Ballkleidern, so richtig groß und so mit Stöcken schon. Also die waren nicht hoch, aber die waren so. Da bin ich nicht damit eingegangen. Ich wurde für Heidens geboren. Mit drei. Ich mit solchen Absätzen gelernt, als wir drei waren. Du bist einfach Ariana Grande. Die geile ist ein. Ich habe immer die Schuhe von meiner Mutter genommen, als ich ihre Schuhe gezogen habe. Ich glaube, mit 7, 8 kam. Ihre Schuhgröße? Meine Mutter hat auch 36. 36 hatte ich mit 6. Okay. Das habe ich 2 abgehört. Ja, so 36, 37. Jedenfalls, dann bin ich mal mit denen herumgegangen und musste eigentlich wirklich keinen also Schuh mit absetzen. Also passend bis Ariana Grande. Besser rennen als mit Schuhen, die halt so von außen. Ja, ich kann gar nicht rennen. Ich kenne das. Ich kann gar nicht rennen. Ich habe früher, ich habe mich erinnert, dass ich in Italien immer mit meiner Tante, weil da. Schuhe mit Absätzen, ich glaube, die waren so hoch, aber halt dick, also nicht so dünn spieß, aber so, so richtig schön. Und ich hatte halt Sportschuhe an mit dem Kleid, aber die jetzt hat eh so gemeint, ich glaube, es war nicht eher so genau. Und also Vika und ich haben die gleichen Schuhe. Nächster Halt, ja. Next Stop. Wien-Praterstern U1, U2. Vorsicht beim Aus- und Einsteigen. Ich habe meine Sportschuhe angezogen und sie meine Sportschuhe. Ich wusste, als ich klein war, nie Stöckelschuhe tragen. Ich hatte so Freundinnen, die hatten so Disney-Prinzessinnen Plastik-Stöckelschuhe und die wollte ich immer anziehen. Aber meine Mutter war immer so, ne, du knöchelst schon mit Sportschuhen die ganze Zeit um, sicher nicht kriegst du verhagelt. Dann mit, glaube ich, 10 oder 11 durfte meine große Schwester das erste Mal in einem Geschäft Stöckelschuhe anziehen. Seither war sie obsessed, hat immer die von meiner Mutter ausgebaut. Habe ich einmal gemacht, sie waren mir ein bisschen zu groß, bin halt gestorben. War richtig unbequem. Und jetzt, selbst wenn ich wollen würde, könnte ich mir nicht die Schuhe von meiner Mutter oder von meiner Schwester ausbauen. Weil zu klein und ich würde. Und dann wäre mein Fuß gebrochen. Ja, und wie gesagt, die darfst du nur mit Kleidern und Rücken anziehen. Das heißt, wenn du das sagst, bei ihr immer so, dass sie das auch. Wien-Praterstern U1 und 2. Vorsicht beim Aus- und Einsteigen. Mind the gap. Ja, und sie ist ja meistens halt nur. Ja, aber ich hasse rote, Digga. Ich muss sie schon immer Rock anziehen. Ich hasse es aber so kleiner. Komm doch mal an welche Röcke. Willst du. Oh mein Gott, ich kann mich noch erinnern. Letztes Jahr bin ich ja immer mit Röcken gekommen. Und am ersten Tag zum Drop gekommen, hatte ich halt eine Hose oder meine Shorts. Okay, und ich bin halt so besessen. Ich bin mit Dominik. So, und da war ja, man hat mich bis da gesehen. Ja, und dann am Nachmittag bin ich dann wieder nach Hause gefahren, war wieder er. Er ist auf den Stiegen gesessen. Ich bin neben ihm gestanden. Ja. Ich mag nur Röcke, also Mini-Röcke, wo man die vorne so, wo man sich denkt, ach du Scheiße, muss ich dir den halben Arsch anziehen. So Röcke, so wie den Rock, den, also leider noch mehr, die da bis zum Platz hat. Aber da war auch schon. So dieser schwarz-weiß-grau.
dann könnte ich auf Praxis und deinem Nacken vorstellen. Was soll ich sonst machen? Und dann auch kalte Musik. Wegen der Existenz für Typen. Crazy. Cool, geiles Gebäude. Ich frage mich so, wie Leute in solchen Wohnungen leben können, die nur 30 Quadratmeter haben. Okay, wie gerade eine Wohnung. Aber das ist ein Neubau. Neubau ist schon immer diese Art. Kommt drauf an, welcher Altbau. Altbau kann auch schon. Nächster Halt, next stop. Wien Mitte, Landstraße 3, 4. City Airport Train. Vorsicht beim Aus- und Einsteigen. Mind the gap. Wenn ich so da reinschaue, in die Dinger, zum Beispiel auch in das Tor, diese Wohnungen. So, ich habe mal welche angeschaut, so aus dem Haus. Ich liebe die, also zum Beispiel, die ist innen komplett weiß. Nur weiß. Nein, bei meiner Oma ist ganz schlimm. Und auch nur weiße Fliesen. Die haben halt ein paar Teile. Landstraße 3 und 4 City Airport Train. Vorsicht beim Aus- und Einsteigen. Mind the gap. Ich habe es angemacht. Das ist nicht schlimm. Ja. Ich stehe jetzt so viele Unterschiede.
Ich habe 24